Hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch, wie man einen Novus-Server erstellt vom offiziellen Modpack, was gestern rausgekommen ist. Und ja, das ist gar nicht so schwer. Ich habe jetzt hier die Dateien alle auf dem Desktop, die wir brauchen. Einmal einen Ordner, dann einmal Forge und dann habe ich hier zwei Dateien. Einmal den kompletten Server schon fertig mit allem drum und dran. Oder aber auch nur die wirklich Dateien, die ihr braucht, also Config, Mods und Scripts. Weil bei den Mods ist es so, da gibt es Client-Mods, die dürfen nicht auf dem Server sein, weil sonst startet der Server nicht. Da hänge ich nämlich lange dran, bis ich die alle raus hatte. Und ja, ich werde es euch mal zeigen, indem ich hier einfach die Mods nehme, also nur die Mods. Und dann fangen wir hiermit direkt an, starten das als Admin. Und wählen jetzt hier Install Server aus, dann wohin wir das installieren wollen, das ist eigentlich egal. Ich mache es jetzt einfach hier auf dem Desktop auf, wie ist denn das? Ich glaube, da, ja, hier. Jetzt downloadet das kurz. So, da sind wir so wieder. Es hat fertig gedownloadet und man sieht, dass kein Fehler kam oder sonstiges, alles wurde richtig installiert. Jetzt haben wir hier, ja, wurde richtig installiert, die Sachen drin. Und jetzt starten wir einmal den Forge 1.7.10 Ordner, Jar-Datei, einmal draufklicken. Jetzt öffnet sich das hier und geht wieder zu, weil wir müssen noch die Euler bestätigen. Einfach hier drauf und dann auf True gehen. Dann Speichern nicht vergessen und nochmal starten. Das kann ein bisschen dauern, aber sieht gut aus. Die gibt zwar hier ein paar Fehler aus, aber die sind für uns nicht relevant. Es funktioniert trotzdem. Und jetzt lassen wir das einmal durchlaufen, bis der alles Mögliche erstellt hat. Und hier sehen wir, ist fertig. Jetzt können wir einmal stoppen. So, jetzt haben wir hier die Dateien. Und jetzt öffnen wir den, zum Beispiel jetzt den Mods-Ordner hier. Oder das Mod-Archiv, sage ich mal. Und jetzt löschen wir hier aus dem Server-Ordner die World, die Mods und die Config-Ordner. Die löschen wir komplett raus. Und ziehen die dafür hier rein. So, können wir das schließen und jetzt starten wir nochmal den Server. Immer über die Forge 1.7.10 Datei starten. Weil wenn ihr die normale Minecraft-Server-Jar nimmt, die da drin ist, dann werden die Mods nicht geladen. Und das kann jetzt ein bisschen dauern. Ihr werdet es wahrscheinlich jetzt gleich im Zeitraffer sehen. Und ja, dann sage ich mal bis gleich.
So, wie wir sehen, ist der Server jetzt nach langem fertig. Das hat jetzt knapp 5 Minuten gedauert, aber das kann beim ersten Serverstart mal passieren. Und dann gehen wir jetzt hier in Minecraft rein. Ja, das ist hier ein neuer Server von mir. Gehen wir erstmal auf Localhost. Und funktioniert's? Sieht gut aus? Ja, oh. Ja, gut, dann ist es aber doch noch nicht ganz hochgefahren. Oh. Ja, gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, jetzt ging's. Jetzt ist er hochgefahren, jetzt konnten wir auf den Server drauf. Wie ihr im Video gesehen habt. Ja, hallo? Ah. Ja, ruckelt jetzt ein bisschen. Und momentan ist noch ein, sind noch zwei Zusatzmods drauf. In einem Mods-Ordner. Und zwar habt ihr hier an der Seite dann, das ist FeedTheBeast Unity und, Utility und FeedTheBeast Lib, die könnt ihr rausmachen, wenn ihr wollt. Die ist eigentlich nur dafür da für Server, damit man keine Plugins braucht, um zu protecten, weil so könnte man hier was auswählen. Sieht man ja Spawn Area zum Beispiel jetzt hier, hier und hier, protecte ich jetzt. Und hier unten haben wir eine Anzeige, wie viele Claims wir protected haben, also wie viele Chunks. Und mit, ich glaube, STRG und linke Maustaste. Ja. Mit STRG und linke Maustaste könnt ihr die Claims, die Chunks auch dauerladen, als ob da ein Chunkloader steht. Nur ihr braucht halt keinen Chunkloader, sondern Shift und 1 gleichzeitig dann auf die Chunks klicken und dann werden die dauerhaft geladen. Wenn man jetzt in die Chunks reingeht, sieht man oben rechts, dass es jetzt von mir ist und jetzt kann ich auch nur da abbauen. Wenn ihr Freunde haben wollt, die damit draufbauen wollt, müsst ihr einfach die Freunde hier hinzufügen. Die werden dann hier angezeigt und dann kann man hier draufklicken und dann kann man die hinzufügen. Ja, das war's soweit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und von beiden Sachen, einmal von dem Mods-Ordner und von dem kompletten Server-Ordner, sind beide in der Beschreibung zum Downloaden. Falls ihr noch Fragen habt, fragt einfach und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns. Ciao.